6. Ja, der Kapitänleutnant, Staffel steht zur Einweisung. Kapitänleutnant Neubauer. Sag mal, Herr. Ja, Kapitänleutnant. Arbeit aus, mit euch. Ja, mein Name. Der letzte Flugdienst ist es nicht vergönnt. Gleichentwicklungen fliegen wir nicht. Das zeigt immer die Qualität des Zuges. Sogar als Verfolgungsdienstraum ist ins Grab. Also, unseren Herrn ist nichts zu weinen. Inwieweit das Rollen durchgeführt wird, kann ich nicht sagen. Wir stellen auf jeden Fall erstmal die Maschinen so, dass wir hier im D2 reinrollen lassen bzw. selber rollen können. Die Entscheidung wird durchgeführt, weil es noch der Leiter fällt. Das heißt, wir machen folgende Aufstellordnung. Dann Platz 1 zu 4. Dann werden wir uns ganz gleich in der Box mit dem Uhrzeit. 3-7, 7-25, 7-41, 7-34. Ne, 727 als letzte. Da kann sich jeder seinen Standplatz ausrechnen. Züge ich die Maschinen lang vor, angeblich soll das Bataillon ein paar Schleppmittel mehr mitbekommen. Ich schon Stühle in das Zelt vor, sodass dann 12 Uhr die Gäste hier pünktlich eine Bratwurst mit Bier und was alles geben soll, einnehmen können. Im Anschluss, wenn die Maschinen dann wieder hier hinten sind, drücken wir alle hier hinten ein und dann wird der Abschied gefeiert, bis alle abklopfen und nicht mehr wollen oder sonst was. Ja. Wo wir trinken und machen. So, dann ist bald wieder. Jetzt ist Tanne gerade rein. Dann war es etwas möglich. Geil, oder? Auch eine geile Kugel. Was schon? Gibt's nicht mehr. Ein Paradieso. Filme hast du schon voll gemacht, oder?
sieht gut aus, oder? Los, Mensch! Komm! Und alle! Da habt ihr sie hier! Komm normal, guck wieder mal Flugzeug, kannst du wissen, ja. Komm normal, guck wieder mal Flugzeug, kannst du wissen, ja. Sitz geht wann? Der geht nur über Außenbord, weil jetzt der Akku über die Notschiene läuft. Nur wenn Außenbord gleich Strom steckt, geht der Sitz. Gar nicht, wenn sie filmt. Kann ich runtergehen, ne? Ja? Das war's. Die Einheit sind zur letzten Ausbildungsmaßnahme angedreht. Brigant Kapitän Simon.
Angel alle aus, verteidigt. Ich probiere noch hier eine große Rede zu halten. Sie wissen selber alle, dass der Appell heute gedacht war. Ich mag das ja hier in Ausbildung. Da muss ich die Absicht. Aber mich für die weniger Schulschluss und die kann man das zu entschuldigen. Ich denke, dass wir das akzeptieren. Diszipliniert bis zum Zweiten. So wie das verlangt wird von uns. Vorbereitungsvorgabe an die Bundeswehr. Lösung und so weiter. Noch nicht entschieden sind. Er braucht das im Ausdruck, dass er am 4. im Rahmen eines Appells angenehmer gewesen und auch für die Angehörigen. Heute den Flugtag durchzuführen. Das Wetter spricht an, alle Fliegerkräfte fliegen eigentlich. Ich denke, wir sind trotzdem nicht traurig. In den fast 5 Jahren unserer Tätigkeit hatten wir viele Höhepunkte, wenig Tiefschläge. Wenn man von dem Dezember-Länder mit dem Appell nochmal im Anschluss vielleicht in einem oder anderen Gespräch unserer zurückliegenden Tätigkeit denken werden und der Dinge harren, die dort kommen. Eine Reihe von Fahrern hat ihre Entlassung beantragt zum 30.09. Ich will auch nicht kommentieren, wie ich dazu stehe. Das muss jeder selber sehen, wie er in den Wirren der Zeit über die Runde kommt. Unser Berater hat gesagt, nach dem 3.10. wird es leichter. Das ist aber seine Meinung. Weil dann das Bundesverteidigungsministerium im Rücken steht. Inwiefern die Worte unseres Beraters bzw. des zukünftigen Chefs, Generalleutnant Föhnborn, der Wahrheit entsprechen, werden die zukünftig den Fahrer zeigen. Ich möchte im Anschluss noch die Urkunde der Flugsicherheit verlesen und damit den Appell beenden. Der Luftwaffe Luftverteidigung aus dem BE 7190 Chef der Luftwaffe Luftverteidigung zur Verleihung von Auszeichnung für hohe Flugsicherheit am 24.99. Die Armeeangehörigen, die Liebeschäfte der Truppenteile und selbst die Einheiten der Fliegerkräfte der NVA erfüllten mit hohen persönlichen Einsätzen unter neuen und komplizierten Bedingungen die Aufgaben der Fliegerkräfte aus.
an Filmen. Ich habe aber fotografiert, ich habe nicht Japan oder was? Nein, nicht. Der Mann, der Futter war.